Hallo und herzlich willkommen zurück zum Garden DLC von Haus Flipper. Was soll ich sagen? Dieser Auftrag, der fordert mich mächtig heraus. Ja, wir haben hier schon mächtig viel Rasen gemäht, wir haben Unkräuter gesucht, wir haben hier dieses schöne Aluhäuschen hingebaut mit der Couch zum gemütlichen Sitzen. Auch hier haben wir Terrassenmöbel und ja, Holzplatten verlegt, Steine verlegt, das schöne Schwimmbad. Und jetzt sind wir hierbei, wir haben den Kirschbaum gepflanzt, müssen jetzt noch dreimal Johannisbeere pflanzen. Die Mitte wird mit I geschrieben. Okay. Wir kaufen viele. Wir hätten jetzt verschiedene kaufen können. Machen wir aber nicht. Eins. Zwei. Und drei. So, ein bisschen rüber. Weil wir müssen ja auch noch den Kinderspielplatz, also den Spielplatz und das Kinderhaus auch noch bauen. Da sollten wir auf dem Stück hier ein bisschen mehr Platz haben. Einmal hübsch gießen. Wir können die Kinder, während sie hier spielen, nebenbei ein paar Kirschen und Johannisbeeren vernaschen. Auf dass sie hoffentlich keinen Bauchweh kriegen. Ja, Auftrag in drei Folgen. Also das ist wirklich, irgendwie habe ich mich vielleicht zu lange an irgendwas aufgehalten. Montiere Kinderhaus. Ach Mann, wenn man so schnell tippen will. Kinderhaus, Erholung. Oh, schön. Das lassen wir so khaki bunt, wie es ist. Aber ein bisschen drehen werden wir uns das noch. So. Da war noch Montiere Spielplatz. Spielplatz war das mit der Schaukel, ne? Das setzen wir tatsächlich unter den Kirschbaum. Huch. Hallo. Ja, toll. Und jetzt, dein Ernst. Ja, wie soll ich denn das machen? Das ist ja wohl ein Witz, oder? Ihr wollt mich doch ärgern. Ach nee. Also, da habe ich keine Worte für. Wenn ich das jetzt hier sehe, stehe ich dann da in der Garage drinne. Wahrscheinlich. So, ich hätte es ja, wie gesagt, gerne woanders gehabt, aber nun ja, da ich hier beim Nachbarn hinterm im Garten stehe, im Zaun, das ist jetzt keine schöne Sache. So, wir brauchen Spielplatz. Spielplatz zur Erholung, den kennen wir ja auch schon. Das mit der Schaukel ist jetzt natürlich nicht so ideal. Aber nun gut, und wenn ich jetzt hier auch gleich wieder beim Nachbarn stehe, dann kriege ich aber hier gleich einen Schreikrampf, ne?
So, erledigt. Erledigt, das hätten wir geschafft. Puh, hier vorne verteilt sich noch einiges. Gegenstand anbringen, Solarlampe. 4 Stück. Solarlampe, 4 Stück. Wo bringt man die an? Also ich würde die jetzt hier an der Hauswand anbringen. Okay, machen wir. Solarlampe modern, davon kaufen wir viele. Und bringen die hier schön. Ne? Okay, ich habe es ja begriffen. So. Solarlampe 4. Dann haben wir hier diesen Streifen Gras von der Rolle. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Gras von der Rolle. Wer hätte es gedacht? So. Los geht's. Ach. Los geht's. Wisst ihr, was ich mache? Dann habe ich hier tatsächlich schon eine Sorge weniger. Damit komme ich zwar jetzt nicht mehr bis ganz nach hinten, aber da hinten bin ich jetzt schon eine Sorge los. Wollen wir noch eine große oder lieber eine kleine? Wir nehmen eine große, ne? Nicht kleckern, sondern klotzen. Da machen wir kein langes Federlesen. So, dann haben wir hier den Rasen fertig. Irgendwie ist hier noch. Haben wir noch irgendwas hier übersehen oder so? Ja, haben wir noch die 96% Gras. Und hier Rasen von der Rolle und mähen. Sollen die mich verarschen? Was soll ich denn hier noch mähen? Ich meine, ich mach das, aber wo? Die sind doch echt bekloppt, ne? Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich davon halten soll, ne? Ich weiß echt nicht mehr, was ich davon halten soll. Und auch hier sind es noch 96% oder nur 96%. So, den habe ich hier geschafft. Nur diesen hier habe ich nicht geschafft. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe wirklich keinerlei Ahnung, woran das liegen könnte. Ach ja, ich kann es nur noch mal probieren, dass ich hier noch mal so eine kleinere Rolle kaufe und die hier. Heute müsste ich, warte mal, die müsste ich einmal alle versetzen. Aber das habe ich alles schon gemacht. Von daher ist das wahrscheinlich vergebene Liebesmüh.
Aber es ärgert mich halt sehr, dass ich hier keine 100% Rasen hinkriege. Und ich möchte ja auch nicht den ganzen Rasen nochmal legen. Aber das ist die einzige Stelle, wo mir einfällt, wo das sein könnte. Hier ist überall Rasen. Sogar hier habe ich über den Rand Rasen drüber gelegt. Hier habe ich über den Rand Rasen hingelegt. Das ist die einzige Stelle, wo es mir einfällt, ist hier. Und hier geht irgendwie kein Rasen drauf. Also da habe ich ja auch schon gerollt. Es ärgert mich. Es ärgert mich sehr. Es ärgert mich sehr. So, ich versuche es nochmal. Einfach mal, weil ich es kann. Jetzt ist ab. Wollt ihr mich ärgern? Ich war noch nicht mal bis unten durch. Es hat wirklich nichts gefehlt. Das ist doch die Härte. Also wirklich, wie viel Zeit ich für dieses bisschen da... Oh, aber 21.000. Wie viel Zeit ich wegen 4% hingelegt habe, das ist der Wahnsinn. Aber 21.000 Euro. Ei, der Daus. Da ist schon richtig eine Menge zusammengekommen. Ja. Das war wahrscheinlich der letzte Auftrag. Ich schaue nochmal. Es war der letzte Auftrag, den wir erledigen konnten. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich beigehen und uns ein schönes Häusle kaufen. Und ich würde schon dazu tendieren, dass wir ein Gartenhäusle nehmen, was wir uns richtig schön machen. 26.000. Wir haben 191.000, also wir können uns schon was Großes nehmen. Aber ich würde tatsächlich mit was Kleinerem anfangen. Eiderdaus. Nein, ich würde tatsächlich mit einem kleineren Haus anfangen. Das wäre, das Kleinste wäre hier. Fast der Garten selbst. Ein idealer Kauf für ältere Menschen und Gartenliebhaber. Das Grundstück hat nur ein kleines Haus, das erfolgreich als Speicher genutzt werden kann. Der Rest des Platzes gehört Ihnen. Warum nicht einen Traumgarten darauf anlegen? Klar, warum nicht? Wir werden das Haus kaufen und dahin laufen. Das heißt im ersten Step tatsächlich, dass wir erstmal sauber machen müssen. Und solche Sachen hätte ich leider daraus. Wenn du keine Lust hast, ein Haus zu verkaufen, kannst du doch vielleicht dort einziehen. Wenn du im erworbenen Haus bist, drücke Escape. In den Optionen findest du die Möglichkeit, dein Büro in diesem Haus zu verlagern. Das alte Büro kannst du dann eventuell verkaufen. Das wollen wir gerade gar nicht. Um den Wert des Hauses zu steigern, können Sie an einem Gartenwettbewerbe teilnehmen. Wählen Sie nach dem Drücken der Eingabetaste aus, in welche Art von Garten Sie eine Bewertung vornehmen möchten. Gar nicht. Frei nach Nase. Achtung, der Maulwurf hat sich in die Gegend eingebettet. Verwende eine Schaufel, um alle Maulwurfshügel zu entfernen, aber passe auf. Der böswillige Maulwurf erstellt neue Maulwurfshügel, wenn du ihn nicht finden. Viel Glück. Dein Ernst? Ja. Wahrscheinlich. Okay. Das ist, wie gesagt, das wäre jetzt eine schöne Aufgabe für den Stream gewesen. Denn ich werde tatsächlich hier nicht weit kommen. Aber zum Aufräumen sollte es allemal reichen. Links sehen wir ja unsere geliebten neuen Mieter, die alle irgendwelche extra Wünsche haben. Ach ja.
Nimm die Schaufel. Nimm die Schaufel. Das sind die tollen Mauern. Ja, toll. Dein Ernst. Du gehst mir auf den Sack, hau ab. Ich habe mich voll erschrocken gerade. Da muss gegraben werden, da glaub mal. Willst du mich verkackeiern? Das ist doch nicht den sein Ernst, oder? Was mache ich mit dem Maulwurf? Also ich werde jetzt erstmal den ganzen Dreck hier wegmachen. Dann kümmere ich mich später um den Maulwurf. Ei, der Daus. Was ein freches Teil, hä? Vor allen Dingen macht er Geräusche wie eine Schlange, aber nicht wie ein Maulwurf. Also wenn ich früher diese Häuser renoviert habe und da ein Haufen Kakerlaken war, das war schon nicht gerade sehr angenehm, aber das ist ja wohl echt... Das sind vier, sind das vier? Das ist ja der Hammer. Ach du schöne Sache. So. Fünf Maulwurfhügel. Na toll. Macht nichts. So. Entschuldigung. Das ist ja krass. Also ich vermute, wenn wir jetzt alles sauber haben, dass wir den Maulwurf auch loswerden. Aber bevor wir hier nicht Ordnung haben, brauchen wir auch, glaube ich, keine Maulwurfshügel wegmachen, oder? Ich meine, ich mache die 4 oder die 5 Lieder jetzt sind noch weg. Definitiv, aber es würde mich ärgern, wenn wir da neue haben wieder, ne? Da liegt unter dem ganzen Schutt. Unter dem ganzen Schutt stehen sogar noch Flaschen. Das ist ja auch der Hammer. Geht ja gar nicht. So, haben wir das? Irgendwie habe ich Angst, dass ich mich gleich wieder erschrecke, dass der da nochmal rauskommt, ne? Da habe ich echt so ein bisschen, weil der hat sich echt angehört wie eine Schlange, ne? Ja, jetzt heißt es eigentlich erstmal, ich würde sagen, Rasen mähen. Mit unserem schönen und Unkraut vernichten etc. Ach du himmlischer Heiland. Da werde ich in 3 Jahren nicht fertig werden. Das ist krass. Das ist wirklich übelst krass.
Oh, widerspenstig, widerspenstig, widerspenstig. Alter, aus. Das ist krass. Das ist ja schon kein Rasen mehr, das ist schon ein halber Wald. Also ich spreche jetzt nicht von den Bäumen, ich spreche schon vom Gras, aber. Es geht augenscheinlich immer schlimmer als vorher. Die Frage ist jetzt, wie viel Geld investiert man in einen hübschen Garten, um nachher, wenn man das verkauft, an diese netten links an der Seite stehenden Herrschaften, dann auch noch ordentlich Profit rauszuschlagen, weil man kann es schön machen, dann ist es aber unter Umständen teuer. Oder man macht es zweckmäßig, dann gibt man wenig Geld aus, sieht aber nicht so schön aus und hat unter Umständen nicht alles Schöne da eingebaut. Das ist mir so das zweischneidige Schwert bei diesem Spiel. Also ich empfinde das schon als mächtig krass, also wirklich. Das wird ein großes, langwieriges Unterfangen. Diese ganzen Schmierereien. Ja, das ist echt. Das ist wirklich krass. Ich würde ja gerne ein bisschen Rasenfläche. Also ich würde gerne ein bisschen, ein Hauch von allem. Also ein bisschen Gemüse, bisschen Rasenfläche, ein bisschen Luxus ausruhen, ein bisschen Schwimmbad. Also ich würde ja tatsächlich von allem etwas in dem Rasen und in dem Garten unterbringen, was mir jetzt persönlich gefällt. Aber damit werde ich wahrscheinlich die Käufer nicht zufriedenstellen, die sich dann sagen, oh, zu viel Arbeit, bla bla bla. Möchte gleich nochmal was ausprobieren. Und warte, ich werde nicht auf gleich warten. Ich werde das jetzt ausprobieren. Okay.
Okay, es hat sich. Tü, das ist ja nicht mal ein Klo. Das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal, da ist ja. Ach, hier. Also es ist tatsächlich nur als Gartenlaube zu gebrauchen. Keine Küche, kein gar nichts. Oder es ist tatsächlich ein Büro. Aber jedes Büro sogar hat eine Toilette. Oder ich muss da wirklich. Kann man separat was anbauen? Dass man sagt, ich baue da noch Haus dran, zum Beispiel eine Toilette oder so, einen Raum für Toilette. Die Anschlüsse, weiß ich, kann man legen. Aber ich finde das schon krass. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ich glaube, wir werden das alle gemeinsam rausfinden müssen. Wenn ihr nämlich Ideen habt, ihr dürft gerne alles und das Video schreiben, hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Denn im Großen und Ganzen bin ich, und das gebe ich offen und ehrlich zu, eine kleine Deko-Null. Und deswegen fasziniert mich dieses Spiel. Trotzdem. Ja, mal schauen. Noch sehe ich dem Ganzen etwas gelassen gegenüber, wenn ich mich nachher wieder ärgere, wenn irgendwas nicht so klappt, wie es soll, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber momentan bin ich noch relativ relaxed. Denn allein für diesen Garten braucht man ja schon wieder 3 Jahre, um den zu mähen. Unfassbar. Aber dieser Maulwurf war richtig, ich weiß nicht, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung. Vor allen Dingen, wenn wir dieses jetzt hier fertig machen, diesen Garten, und wir sagen jetzt, wir machen da einen schönen Blumengarten draus. Dann ist ja tatsächlich auch mal die Gelegenheit da, um sich mal alles, was hier im Garten DLC ist, vorhanden ist, mal so richtig anzuschauen und mal zu entscheiden, was taugt was, was ist teuer und was sieht gut aus. Das haben wir ja bis jetzt beim Aufträge erledigen noch nicht getan. Mal in den schönen Katalog geschaut. Ach je, ach je, ach je, das ist ja wirklich hier heftigst. Ich meine, dass das nicht super schön hier aussehen würde, war mir ja klar. Irgendwie war mir das klar, aber. Und jetzt kommt das große Aber. So heftig habe ich es mir dann doch nicht vorgestellt. Aber ich möchte hier draus eigentlich. Warum soll das nur ein Abstellraum sein? Moment mal, haben die hier auch diese Fertig-Gartenhäuser, wo man auch drinnen wohnen kann und so? Denn dann könnte diese blöde Hütte ja wirklich als Abstellraum gelten. Ja, ich würde sagen, das alles versuchen wir mal in den nächsten Folgen herauszubekommen. Ich hoffe, ihr bleibt und seid dabei. Steht mir vielleicht hier und da mal mit einem Ratschlag helfend zur Seite. Und vielleicht einer zündenden Idee.
Das wäre mega, mega toll. Aber das Rasenmähen werde ich, glaube ich, in der nächsten Folge beenden. Das ist wirklich so ein langwieriger Prozess und meine Folge ist tatsächlich schon um. Schaltet bitte wieder ein. Wer noch kein Abo dagelassen hat, ein Abo ist nicht schlecht. Ihr seid dann hier immer auf den neuesten Stand. Denn hier gibt es nicht nur ein Hausflipper Garden DLC. Nein, hier gibt es auch Outlaws, Farmers Dynasty und auch das Multiplayer-Projekt mit dem Olli von Raft. Und wenn ihr mal auf dem Laufenden seid, dann verpasst ihr definitiv nichts, was auf diesem Kanal passiert. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Macht's gut, ciao und bye bye.